Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Gelb, meine Damen und Herren. Und in der heutigen Folge werden wir es uns erstmal den Pokédex angucken. Denn, ich mache mal die Musik auf meinem Ohr leiser, das ist nämlich ziemlich laut. Denn ich habe ein paar Pokémon in der Abwesenheit gefangen. Ach, einen Rettern könnte ich auch in der anderen Edition fangen, sehe ich gerade. Wir haben jetzt 68. Und zwar habe ich, will das jetzt gar nicht so zeigen, ich war in der Safari-Zone unterwegs und habe, und das ist ja wohl das Schlimmste, was dieses Spiel zu bieten hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war in der Safari-Zone unterwegs und habe dort ein paar seltene Pokémon gefangen und Junge, Junge, hat das lange gedauert. Jetzt muss ich eben einmal gucken, wen ich da genau gefangen habe. Das wollen wir natürlich genau wissen auch. Also, ich gucke nochmal nach anderen Pokémon. Da kommen wir später hin. Wen habe ich denn gefangen? Also, ein Owei hatte ich, glaube ich, schon. Ein Rihorn habe ich gefangen, auf jeden Fall. Dann habe ich leider keinen Scharnierer bekommen. Ich habe wohl welche gesehen, aber es war fast unmöglich. Ein Kangama habe ich gefangen, auf jeden Fall. Und ein Pinsir, ein Tauros. Tja, und ein Dratini. Und sogar ein Dragonier, das habe ich sogar erst gefangen. Ja, das heißt, da fehlen jetzt auch nicht mehr so viele, da ich leider alle Pokémon haben will, Pikachu. Wird das Ganze wohl noch ein bisschen dauern. Was wir jetzt aber erst einmal machen, ist, dass wir diese schöne Stadt hier erkunden. Und wir fangen mal hier unten an. Also im Pokémon Center sprechen wir einfach mal die Leute an. Ich mache mal wieder lauter. Jetzt ist das erzählt, was ich erzählen wollte. Und jetzt können wir uns ganz auf das Spiel wieder einlassen. Ich wünschte, die Top 4 kämen und stampften die Rocket in den Boden. Was? Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Die Silver & Co. Operation ist sehr bekannt, deshalb wurde Team Rocket auf sie aufmerksam. Aha. Also, hier scheint Team Rocket wieder ihr Unwesen zu treiben. Aha, da ist ja schon einer. Wenn wir erst die Silf Corporation unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Aha, das hat auch sonst nichts zu tun, wa? So, was haben wir hier? Psychologenhaus. Da gehen wir doch glatt mal rein. Moin. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Triskoel, TM29. Und das ist natürlich Psychokinese. Achso, andere Sache noch. Wir haben ja in der Zwischenzeit Aerodactyl geholt und ich wollte es trainieren. Aber ich habe mal nachgeguckt, Aerodactyl kann keine vernünftigen Gesteinsattacken. Und da war es mir einfach nicht wert. Deshalb haben wir Knoppers mitgenommen. Kennt der ein oder andere noch. Das ist Bisa Knosp. Ja. Sollte sich bald zu Bisa Flor entwickeln. Bin ich mal gespannt. So. Der muss noch ein bisschen trainieren auf jeden Fall, denn da muss noch einiges kommen. So, was haben wir denn hier? Sylph Corporation, Bürogebäude. Da gehen wir erstmal noch nicht rein. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Aha. Tipps für Trainer. Der Superball erhöht die Fangquote. Probier ihn bei Pokémon aus, die schwer zu fangen sind. Ja, Relaxo zum Beispiel. Das neueste Produkt der Silph Corporation. Verkaufsstart demnächst. Ja, steht nicht drauf was, aber ist ja auch nicht so wichtig. So. Safronia City gehört Team Rocket. Okay. Da kann ich nichts gegen sagen. Was willst du hier? Hau ab! La la. Safronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Der Boss hat versprochen, dass wir diese Stadt einnehmen werden. Das ist ja ein tolles Versprechen. Hier ist eine Arena. Mach dich vom Acker! Mhm. Ich glaube, die Arena sollten wir noch nicht besuchen. Beide noch nicht. Oh, pass auf, wo du hinläufst.
Tatsächlich habe ich den jetzt sogar angelaufen. So, hier ist noch ein Markt. Billy, es war teuer, aber besiegte Pokémon werden damit wieder fit. Ja, aber nur zur Hälfte. Topschutz hält schwache Pokémon länger von dir fern als Superschutz. Klingt logisch. So, hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, nö. Vielleicht kann ich noch was verkaufen. Habe ich da jemand? Achso, ich habe die ganzen Steine jetzt ja auch mitgenommen, ne? Die hätte ich eben einmal im PC lagern können, aber naja. Ist ja auch egal. Wir müssen jetzt sowieso einmal wieder hier hin. Der Platz wird schon reichen. Und gehen in das Sylph Corporation Bürogebäude. Und die Musik. Okay, dann gucken wir uns mal um. Hier ist ein fetter Brunnen. Fetter Brunnen und am Empfang ist keiner. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Als ob hier nicht irgendwas versteckt ist. Hier ist ein Fahrstuhl, den brauchen wir noch nicht benutzen. Und hier ist nur eine Treppe hoch. Da gehen wir mal hoch. Hallo, der Pikachu hat schon Angst, will wieder runter. So, guten Tag. Wo komme ich denn hier zum Chef? Hey Kleiner, was machst du hier? Ups. Team Rocket möchte kämpfen und setzt Goldbart ein. 25 Level, eieiei. Ja, dann setze ich erstmal den Knoppers ein. Der kann einfach mal einen Ranghieb machen. Nein, nicht Superschall. Schon mal verwirrten Knoppers gesehen? Da ist er. Ist nicht effektiv. Ja, dann müssen wir einmal tauschen. Das bringt ja so nichts. Sippy. Und schon wieder verwirrt hier. Das ist doch. Drabbits, komm. Komm, Sippy. Du bist nie verwirrt. Ei. Er hat sich selbst geschlagen. Sauber, so. Okay, Knoppers muss auch irgendwie was lernen, Tackle-mäßiges lernen am besten. Ach ja, ich habe den EPE-Teil ja noch mit. Der ist ein bisschen nervig in dieser Generation. Weil er hier jetzt alle anzeigt, dass. Ja. Nein, ich möchte erstmal nicht wechseln, denn unser Knoppers ist ja nicht effektiv gegen. Oder jetzt gar nichts gegen. Die Zubats. So, alle kriegen wieder ihre EP. Das ist doch echt scheiße eigentlich, oder? Ich glaube, ich gehe gleich wieder raus und dann werden wir einmal die Steine entfernen und den EP-Teiler, weil das ist ja EP-Teiler. Das ist ja ein bisschen nervig hier gerade, auch wenn man natürlich alle gleich trainiert, aber dass man das so angezeigt kriegt, anstatt zu sagen, alle erreichen, ne? So, dafür darf Knoppers jetzt mal gegen Radikal ran. Los, Knoppers, Ranghieb! Knoppers ist ziemlich langsam, habe ich das Gefühl. Knoppers! Nein! Knoppers, Ranghieb! Los! Knoppers! Yeah, und zack! Wunderschön, da gibt's 348. Ja, habe ich nicht nachgedacht. Aber wir haben Uschi auf Level 10. Ist doch ein Träumchen. Uschi versucht Wandler zu erlernen. Ich dachte eigentlich, dass Ditto nur Wandler kann. Aber anscheinend ist dem nicht so. So, dann können wir nochmal Sippy einsetzen. Pika, und los geht's. Donnerblitz auf Zubat, und Zubat hat keine Chance. Ist down, und ich werde jetzt das hier beenden mit dem EP-Teiler, weil das ist ja echt nervig gemacht, muss ich leider sagen. Ich bin ein Versager. Ja, das bist du auch. Und wir kommen gleich wieder. So, da sind wir wieder.
Ich habe beschlossen, dass wir jetzt, ich hätte eigentlich noch eine Attacke gebraucht für den Knopperslider. Wir lassen ihn mal vorne drin. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Hä? Ist das nicht ein Mitarbeiter? Forscher möchte kämpfen. Forscher setzt Magnetido ein. Da haben wir natürlich null Chance gegen. Mit Knoppers seinen Attacken. Aber ich werde es auch schön machen mit Big. Oh yeah. Donnerschock. Nein. Ist sehr effektiv. Weil wir ja fliegen, ne? Dann machen wir mal Flammenwurf. Haben wir ja neu. Quasi. Jupp. Tschüss. Knoppers erhält ein bisschen. Gegen Voltoball auch nicht stark. Ich bleib mal bei bei Biggie McBig. Der kann ja ein bisschen was abschlitzern. Mit einem schönen Volltreffer nämlich. Yeah. So, Magneton. Möchtest du wechseln? Nein. Flammenwurf. Big, big. Yeah, auch ein Volltreffer. So, und wir besiegen den Forscher. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber findest du auch durch dieses Labyrinth? Ja, zufälligerweise weiß ich das Gott sei Dank alles noch hier oder teilweise. So, guten Tag, wer bist du denn? Hey, du hast hier nichts verloren. Hab ich ja, ich hab auch nichts verloren. Eigentlich muss ich Mew noch einfügen, ne? Los, Knoppers, Rankenhieb! Sehr effektiv. Nein, nicht die Kopfnuss! Nochmal Rankenhieb! Sehr effektiv. Geil, geil, geil. Knoppers! Oh, zu Gott. Nein! Wieso kann Knoppers eigentlich kein Tackle? Was habe ich da gemacht? Egal, macht Zippy das jetzt halt alles hier. Kein Problem, null Problemo. Besiegen Team Rocket. Das ist hart. Verloren. So, was haben die noch zu erzählen? Die diamantförmigen Felder sind Teleporter. Eine Art Hightech-Transportsystem. Cool. Ich mache halt nicht einen Fehler, ne? Ich komme ja noch nirgendwo rein. Deshalb müssen wir jetzt eben einmal gucken, welches Stockwerk nochmal das war, welches ich brauche. Ich bin das hier. Okay. Ihr werdet gleich sehen, was, warum und wer, was ich hier tue. Wir entwickeln in diesen Labors neue Pokebälle. Noch ein Forscher, der kämpfen möchte. Und er setzt Magneton ein. Oh, Knoppers, du hast keine Chance. Knoppers. Knoppers wird jetzt ausgewechselt. Mal wieder. Und er setzt Big ein und er kriegt schon wieder einen Donnerschock ab. Ist auch ein Glücksbild zu. So, wir können aber Flammenwurf, das sollte nicht daneben gehen. Dorftroll. Oh, Big, Alter. Was machst du denn? Oh nein. Wieso setzt er jetzt Tackle ein? Macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Egal. Knoppers erreicht 35. Und Big erreicht sogar 41. Ist doch ein Träumchen hier. So, Smorgon, da können wir jetzt aber mal wieder hier Knoppers, ne? Da können wir den Knoppers rausholen. Ist schon halb 10, oder? Alter, ist es schon halb 10? Mach mal Igelsamen. Uts. Nicht effektiv. Und wir kriegen Energie wieder zurück. Auch wenn es nicht viel ist. Dann machen wir nochmal Gift. Hat keine Wirkung, weil es natürlich auch ein Gift-Pokémon ist, ich Idiot. So, dann mal eben ran. Was soll der Geiz? Knoppers! Volltreffer!
Ist auch nicht effektiv. Eieiei, ist ja gar nichts effektiv. Ist mir aber auch neu, dass es nicht effektiv ist. Machen wir mal Rasierblatt, was schön daneben geht. Geil. Wenigstens haben wir noch unseren Egelsamen hier. Volltreffer, aber auch nicht effektiv. Smogon wurde besiegt. Wir kriegen noch mal ein bisschen EP. Smogmog machen wir jetzt mal nicht wieder. Knoppers. Knoppers kann irgendwie nichts heute. Wir nehmen Nemo. Der ist noch 40. Da sollten wir mal was tun. Und wir machen einfach Surfer, würde ich sagen. Ich surfe einfach mal rum hier. Smogmog. Tschüss. Ein Magnetilo, ja, da können wir drin lassen. Ich glaube, das geht klar, wenn wir da einfach mal auch mal rumsurfen. Erstmal im Gebäude. Im Bürogebäude einfach mal rumsurfen, das kennt man ja. Wurde besiegt. Und wir erreichen Level 41. Und versuchen Hydropumpe. Nö, oder? Weil, ne, ach komm, wir machen Drachenwut weg. Das benutze ich eh nicht. Und wir lernen Hydropumpe. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Finito, das war's. Und Knoppers entwickelt sich. Knoppers, 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 Knoppers. Knoppers wurde zu Bisaflor. Bleibt aber Knoppers bitte, ja? So, was wollen wir hier? Wir wollen natürlich den Typen da besiegen. Ich hoffe, der hat kein Zubat. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Dein Mini-Kind! Team Rocket möchte wieder kämpfen und setzt Arrbock ein. Los, Knoppers! Sankenhieb! Oh. So, Albtraum hier. Müssen wir wieder wechseln. Harry darf mal dran. Harry! Nein, nicht dieser Blick. Meine Verteidigung sinkt. Zielstrahl. Tschüss, Arbok. Das ist nämlich sehr effektiv. Mal wieder. Und Knoppers hält was. Und Harry auch. Schluss aus. So, den muss ich jetzt einfach nochmal... Es wäre sehr dumm, sich mit Team Rocket anzulegen. Muss ich nicht nochmal ansprechen, das war ja ein anderer. Jetzt muss ich hier einmal drauf und nochmal drauf. Und dann ist hier nämlich ganz zufälligerweise der Türöffner versteckt. Den haben wir gesucht, jetzt können wir wieder zurück. Nicht hierhin zurück, sondern dahin zurück. Und wir gehen jetzt Stockwerk für Stockwerk. Werk werden wir uns jetzt bewegen hier. So, gucken, wo wir angefangen sind. Hier sind wir angefangen. Was wir natürlich noch machen müssen, ist, dass wir eben einmal hier heilen müssen. Hilft ja nichts. So, und jetzt können wir hier nämlich vernünftig durchgehen und uns mal ein bisschen umgucken. Ob hier irgendwie Sachen versteckt sind. Wir wollen ja alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Vielleicht auch eine neue Attacke für Knoppers. Ich weiß es nicht. Ich gucke erstmal hier oben. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Ups. Ich möchte in die Ecke reingucken. Dort ist aber nichts. Da ist eine Frau. Zur Hilfe! Nein, bitte nicht! Du bist gar nicht vom Team Rocket. Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Nimm das hier. Der M36 ist das was für Knoppers. Ich weiß es nicht im Kopf. Finale. Nein, das wollen wir niemandem beibringen. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter der Safe Corporation. Der lügt doch. Forscher möchte kämpfen. Slimer. Ja, ist wahrscheinlich auch Gift.
Das heißt, wir können hier wieder nichts ausrichten. Wir nehmen wieder Harry. Knoppers, zieh dich zurück. Harry ist dran. Harry macht das. Aussetzer, schlug fehl. Ja. Zystra. Yeah, sehr effektiv. Tschüss, auf Wiedersehen, Slimer. Es war mir eine Ehre. Smogmog. Da setzen wir doch glatt nochmal Harry ein. Der Harry. Der macht's auch einfach nur. Der ist ein Macher. Der Harry. Zack. Und noch ein Smoggern. Auch nicht wechseln, weil Knoppers kann hier leider wenig ausrichten. Gegen die ganzen Gift-Pokémon mit keiner normalen Attacke. Habe ich nicht noch Body Slam? Auf dem PC? Vielleicht könnte ich ihn das mal beibringen. Das wäre vielleicht von Vorteil. Wenn wir hier einfach mal Süßstrahl spammen. Ist auch noch ein Volltreffer. Und Smogmog. Auch weg. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Du hast mich doch angegriffen. Also ich weiß nicht, was der sich jetzt davon erwartet hat. Also, hier ist nichts drin. Dann geht es weiter. Okay, hier gibt es auch nur die Teleportationsdinger, benutze ich erst gar nicht, weil die verwirren einen nur. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Pikachu, folge mir. Ich meine Zippy natürlich. Hier gibt's. Oh, da ist ein Item. Aber wir müssen erst kämpfen. Hör nicht auf, uns zu nerven. Ihr nervt auch mit euren. Wir sind böse. Wir sind so böse. Radikal, da können wir auch gegen kämpfen. Los, Knoppers. Langhieb. Volltreffer. Zäh. Jawohl, noch ein Ragnhieb. Rutz. Energiefokus. Er pumpt sich auf. Der ist Angst, dass ihr Blatt daneben geht, aber. Oh, wir haben Knoppers gar nicht im Team. Sehe ich gerade. Flieger am Boden gegangen. Hypno, ja, da muss ich doch wieder wechseln, ne? Da können wir am besten, glaube ich, hier Nemo einsetzen. Mit Biss. Gott sei Dank nur Kopfnuss und nicht irgendeine Verwirrungsscheiße. So, radikal. Knoppers, ich gebe dich nicht auf. Du musst noch trainiert werden. Egelsamen. Schön, da können wir uns jetzt ein bisschen KP wieder zurückholen. Schmarotzer-Attacke klingt aber auch. Ich fange mal mit Rasierblatt an. Wow. Volltreffer. Nicht schlecht, Knoppers. Knoppers. Ich gebe auf. So. Erstmal hier die Türen öffnen, ne? So, die Stelle müssen wir uns auf jeden Fall merken. Hypertrank. Mhm. Hypertrank. Lohnt sich noch nicht, glaube ich. Ich arbeite für Team Rocket, die Silph Corporation zahlt mir zu wenig. Ah, Team Rocket bezahlt also mehr wie so ein Unternehmen? Okay. Okay. Dann ist das so. Wen setzen wir denn ein? Wir setzen ein Harry. Harry ist neutral der ganzen Sache und kein Schaufler. Ultraschall. Aber ich bin auch gar nicht schwanger. Okay, der war schlecht, ich geb's zu. Lichtschild ist gegen Spezialattacken immun. Bringt ihn auch nichts bei sehr effektiven Schaufler hier. Smogmog. Können wir doch gleich bei Harry bleiben.
Harry, du machst das. Zwiestrahl. Oh, Junge. Sehr effektiv. Und Harry erreicht Level 42. Ist auch ein Träumchen. Reflektor. Nein, möchten wir bitte nicht erlernen. Reflektor, du hast mich erwischt. So. Ist denn hier noch irgendwas, was hier rumliegt? Man weiß es nicht. Wer weiß es nicht? Wer sind Sie denn? Ich arbeite für die Sith Corporation, was soll ich bloß machen? Ups. Ich weiß nicht, was du machen kannst, aber ich würde gern schlafen. Ich dachte eigentlich, hier unten steht noch einer, aber so kann man sich irren. Ja, ich würde sagen, wir gucken noch ins nächste Stockwerk hier. Da ist noch einer, den man ansprechen könnte. Eindringling gesichtet! Okay. Was hat der so? Rettern. Okay, da können wir wieder nichts ausrichten, da müssen wir wieder tauschen. Tauschi-Tausch machen wir dann. Mit Harry. Harry, Harry, Giftblick. Toll. Ich habe nichts, womit ich das beheben kann, natürlich, ne? Ist ja mal wieder typisch hier. Damit sind wir jetzt paralysiert, das ist nicht so gut. Aber Knoppers erreicht Level 36, da ist auch schon mal was. Ja, dann tausche ich jetzt auch wieder und zwar zu Zippy. Harry, komm zurück. Du hast toll gekämpft, aber du bist leider paralysiert. Es geht gar nicht. So, das hätten wir Tragosso. Da können wir doch wieder unseren Knoppi die Knoppers da reinpacken. Ich würde es erstmal mit Egelsamen versuchen. Du hast wieder ein bisschen schmarotzen können. Genau auf sowas habe ich nämlich abgezielt, dass der da irgendwelche Müllattacken einsetzt. Ich gehe mal mit Rasierblatt. Vielleicht wird das ja wieder ein Volltreffer. Ein vollen Treffer. Siehste? Schön. Wetter, was bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Okay, hier ist gar nichts. Ich würde aber sagen, das war's erstmal für die heutige Folge. Und wie wir die Team Rocket besiegen wollen, das sehen wir in der nächsten Folge von Pokémon Gelb. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Pika, 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 Pika,